Lassen Sie mich aber vielleicht mit etwas beginnen, was mir ein ganz wichtiges Anliegen ist, nämlich ein wichtiges Anliegen als freiheitlicher Politiker. Und wenn ich jetzt sage, das ist die Meinungsfreiheit, dann wird vielleicht mancher oder manche von Ihnen die Stirn runzeln, und das wäre für mich dann der Beweis dafür, dass Sie dem einen oder anderen Klischee aufsitzen, das von den Freiheitlichen in die Welt gesetzt wird, das aber als solches keine Gültigkeit hat. Der Schutz der Meinungsfreiheit und der Schutz der Rede- und Versammlungsfreiheit für alle, ich wiederhole für alle, das ist mir als freiheitlicher Politiker ein ganz, ganz besonderes Anliegen. Für alle im demokratisch-politischen Spektrum von links bis rechts. Über links brauchen wir ohnehin nicht diskutieren, dort ist es ja gegeben. Ein Problem hat man immer dann, wenn rechte Parteien sozusagen die Meinungsfreiheit und die Versammlungsfreiheit für sich einfordern. Und da gibt es halt in Deutschland auch aktuell Entwicklungen, die AfD betreffend, die mich sehr an vieles erinnern, was ich in Österreich als freiheitlicher Politiker, und da bin ich auch schon seit 1995 dabei, erlebt habe, wo ich eigentlich sagen muss, dass ich hinter bestimmten Verhaltensweisen totalitäre Muster sehe. Totalitäre Muster im Versuch, einfach eine politisch missliebige Kraft zu diskreditieren, klein zu halten, in gewisser Form auch zu unterdrücken. Und wenn ich schon da bin, dann möchte ich die Gelegenheit auch nutzen, das in aller Schärfe zu verurteilen, weil, wie heißt es so schön, wer schweigt, stimmt zu, und diesem Vorwurf möchte ich mich nicht aussetzen. Ich halte es jedenfalls für skandalös, wenn die AfD in Berlin dann durch massive Gewaltandrohungen gegen Gaststättenbetreiber daran gehindert wird, einen Parteitag durchzuführen. Und da läuten bei mir alle Alarmglocken, wenn ich so etwas höre. Und das Gleiche gilt ebenso skandalös, wenn der Fraktionsvorsitzende der AfD in Hamburg im Rahmen einer Dialogveranstaltung eingeladen wird und es dann durch Blockaden von, ja, nennen wir es linksextremen, antifaschistischen Aktivisten verhindert wird, dass es dort zu einem Auftritt kommt. Und ich frage mich schon, wo bleibt bei all diesen Entwicklungen der Aufschrei, wo bleibt der Aufschrei derer, die sich sonst bei jeder Gelegenheit als Gralshüter der Menschenrechte und der Grundfreiheiten interpretieren? Ich vermisse diesen Aufschrei, aber ich glaube, wir würden ihn von Berlin bis nach Wien und noch weiter hören, wenn diese Dinge unter umgekehrten Vorzeichen stattfinden würden, was sie nicht tun. Und das ist mir wichtig, das auch hier zum Ausdruck zu bringen. Und ich bin deswegen so sensibel, weil das auch in Österreich, auch gegenwärtig, ähnliche Entwicklungen gibt. Ich darf darauf verweisen, dass jetzt erst vor wenigen Wochen ein Universitätsprofessor nur deshalb, weil er im Verdacht steht, ein gewisses nahe Verhältnis zur Freiheitlichen Partei zu haben, weil er in der einen oder anderen Publikation der Freiheitlichen auch schon etwas geschrieben hat, wilden Anpöbelungen und Störaktionen auf der Universität ausgesetzt gewesen ist. Alles inklusive Bespuckungen, Anpöbelungen, körperliche Attacken von Seiten eines linksfaschistischen Mobs, kann man nur sagen. Und ich höre keinen Aufschrei der Erregung. Und das regt mich deshalb so auf, weil es wird Ihnen nicht entgangen sein, dass in Österreich eigentlich seit Antritt der neuen Regierung in einer ersten Phase über nichts anderes geredet wurde, als wie man Hass im Netz begegnet. Weil einfach die neue Justizministerin Ziel von widerwärtigen Attacken geworden ist. Das ist absolut zu verurteilen, aber aus meiner Sicht ist es genauso zu verurteilen, wenn man dann einen Weg einschlägt und so tut, als würde es diesen Hass und diese Gewaltbereitschaft nur von Seiten der Rechten geben. Die gibt es auch von links, und das ist mindestens genauso gefährlich. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe manchmal das Gefühl, es gibt eine Art Staatsdoktrin. In Österreich gilt sie auf jeden Fall, wahrscheinlich auch in Deutschland, die lautet dann so ungefähr: Du darfst nichts und niemanden diskriminieren, das ist auch gut so, außer die FPÖ in Österreich und die AfD in Deutschland und deren Wähler gleich obendrein. Und wenn man das dann tut, dann ist man nicht jemand, der eine Grenzüberschreitung begeht, sondern dann ist man jemand, der für sich dann noch in Anspruch nimmt, auf der guten Seite zu stehen.